So, hey Freunde der aufgehenden Sonne und willkommen zum neuen Video hier auf diesem YouTube-Kanal. Und heute befinde ich mich nicht in Japan, sondern in Deutschland und werde hier in Düsseldorf, hier in der Immermannstraße in Little Tokyo, das japanische Essen in Deutschland testen. Wie schmeckt japanisches Essen in Deutschland? Was kann das so? Das werde ich heute alles testen und da ein paar Lokale auschecken, ein paar Läden auschecken. Und ich mache das Ganze nicht alleine, sondern... Ja, moinsen in die Kamera und ich bin auch wieder am Start. Diesmal in Düsseldorf und nicht in Tokio. Wir haben uns letztes Jahr kennengelernt, in Ginza war das, glaube ich, während dem Livestream. Und seitdem war ich letztes Jahr eigentlich dabei bei Livestreams, bei Videos etc. Ich glaube, unser erstes Video war Essen in Deutschland, also Essen aus Deutschland in Japan testen. Genau. Und jetzt machen wir das einfach reverse, das heißt, wir testen Essen aus Japan in Deutschland. Richtig. Und der Reon ist auch Koch, er kennt sich gut mit Essen aus. Ich würde sagen, let's go und viel Spaß. So, um in den Tag zu starten, waren wir gerade bei der Bakery Taka. Das ist eine japanische Bäckerei hier in der Immermannstraße in Düsseldorf. Dort gibt es diese typischen süßen Brötchen aus Japan, aber auch deftige Sachen. Ich bin mal gespannt, ob die Sachen wirklich wie in Japan schmecken. Und dazu machen wir hier den Test hier auf einer Bank. Ich bin sehr gespannt, was ich dazu sagen werde, aber auch was der Reon dazu sagen wird. Let's go. Wir fangen mal mit dem Süßen an. Anpan oder? Mit dem Anpan. Ich bin mal gespannt. Hier, Reon. Ist ja mein Gast hier. Natürlich, sehr gern. So. Und Anpan. Der Klassiker aus Japan, hier in Düsseldorf. Also wir sehen richtig soft, richtig fluffig, frisch gebacken. Dann hier draußen sehen wir schön die glänzige Oberfläche. Oh ja. Schön abgeglänzt, perfekt gebacken. Gut, ich kann nichts aussetzen. Jetzt tun wir mal schauen, also was das Innenleben optisch, sagt. Also optisch top? Top. Mmh. Sehr nice. Das ist richtig fluffig, also wie wir eben gesehen haben, das ist richtig aufgegangen hier. Man sieht so richtig, wie viel Luft da überhaupt drin ist, so über der Anko. Und auch das Anko selber finde ich super, also richtig körnig, so wie es sein muss, keine komische Paste. Man merkt, dass es richtig hausgemacht mit richtig viel Liebe. Würdest du sagen, so wie in Japan? Oder? So wie in Japan. Okay. Das würde ich sagen, so wie in Japan, wenn nicht gar besser wie das, was man im Supermarkt in Japan bekommt. Oder? Wow. Boah. Das ist echt wie in Japan so. Also hier wurde auch nicht an Anko gespart, Test bestanden. So, jetzt haben wir das nächste und zwar das Custardbrötchen mit Custardcream. Wie gesagt, so ein bisschen erinnert mich das an Meronpan. Ich fange einfach mal an. Das ist teilweise besser als in japanischen Bäckereien. Mega lecker, so ein bisschen diesen Crisp und innen drin das Weiche und das Creamige. Voll lecker. So, Reon, was haben wir als nächstes? Als nächstes haben wir Currybrot, Currypan, Currypan mit dem deutschen Twist, ja. Oh. Das ist auch der Grund, warum wir das mitgenommen haben, weil das ist quasi Currybrot und innen drin hast du noch eine Wurst drin, ja. Jetzt wollen wir mal schauen, ob das jetzt eine deutsche Wurst ist, ob eine japanische Wurst ist, aber ich glaube, das harmoniert auch. Ja, ich glaube, der einzige Weg rauszufinden ist einfach mal hier das ein bisschen in die Hand zu nehmen und reinbeißen. Ein bisschen. Also, um jetzt nach dem Verzehr des Currypans ein Fazit zu ziehen, ist, also das ist jetzt etwas, was mich jetzt persönlich nicht so überzeugt, wenn man es jetzt mit Japan vergleicht, ja. Die Currypaste selber erinnert mich mehr an so ein Matras-Curry oder so ein mildes Curry und nicht an das japanische typische dunkle Curry, ja, was man es kennt. Und die Wurst selber ist natürlich auch eine Geflügelwurst, wie man sie halt aus dem Supermarkt kennt hier in Deutschland, oder? Das heißt, das ist jetzt quasi nicht authentisch japanisch, würde ich sagen. Und hat jetzt mit dem eigentlichen Curry Currypan, wo man in Japan kriegt, oder das Herzhafte, wo man drin noch so eine bisschen flüssige Füllung hat, ja. Weil hier hast du auch keine flüssige Füllung, das ist quasi innen einfach mit Curry gepudert, ja, und dann hast du die Wurst drin. That's it, ja. Vielleicht nicht so, aber rein geschmacklich finde ich es immer noch gut. So, wir sind jetzt hier im Laden Bingo und hier gibt es Taiyaki, das ist eine japanische Süßigkeit und die gibt es oft bei Festen eigentlich und es gibt auch so Läden in Tokio oder allgemein in Japan, die das anbieten
und es wird dann immer sehr direkt zubereitet. Und ja, wie würde man das beschreiben? Was ist Teriyaki? Also Teriyaki ist eine sehr herzhafte Spezialität. Hier, heute haben wir es auch salzig. Normalerweise ist es süß mit roten Bohnen, die ganz klassische Variante. Außen sehr knusprig und innen eine herzhafte Füllung aus roten Bohnen. Ja? Das heißt, man beißt rein, man hat außen nur den Crunch und eigentlich die Hauptthematik des Teriyaki ist die Füllung, oder? Also das, was drin ist, oder? Das heißt, in Japan, was hat man alles? Matcha, Süßkartoffeln, je nach Saison, oder? Also ganz crazy Sorten teilweise auch. Was haben wir hier heute? Heute haben wir hier einmal Nutella natürlich, da wurden wir direkt hingezogen. Dann haben wir einmal Anko und dann so ein bisschen als Special, das ist jetzt hier mit Ham and Cheese. Also warum zeige ich das? Die sehen natürlich alle gleich aus, aber Ham and Cheese, genau. Ham and Cheese, ja. Ganz guter Mix. Ich würde sagen, wir labern gar nicht so lange rum und testen es direkt. Wir fangen gleich an mit dem Nutella. Also bewerten wir es jetzt mal rein äußerlich, so optisch, objektiv gesehen. Schöne Farbe auf jeden Fall, goldbraun. Jetzt der einzige Kritikpunkt ist vielleicht, dass es nicht so schön quasi oder hier abgeschnitten ist. So, das ist quasi manuell mit der Schere gemacht, aber das ist trotzdem okay, ja. In Japan hättest du quasi diese perfekte Form vom Fisch so ein bisschen. Anyhow, außen schön knusprig. Natürlich die Originalform, oder das ist immer cool, wie die hier wirklich auch in Düsseldorf diese Originalgeräte aus Japan importieren. Fange ich von vorne, von hinten an. Ja, also ich würde sagen, es ist gut, keine Frage, schmeckt gut. Aber wenn man es jetzt sagen würde, ist es jetzt ein Teriyaki aus Original, hätte ich jetzt eher gesagt nicht so. Weil man sieht hier, es ist halt echt so ein bisschen Teig innen drin quasi. Das ist ja auch extra so gewollt hier. Hier so außenrum ist es schön. Aber normalerweise das, was ich aus Japan kenne, dass du eine ganz, ganz dünne Kruste außen hast, ja. Und wirklich nur reinbeißt, dann hast du voll die Füllung und mehr nicht dieses... Und nicht dieses Pancake-Style, ja, das ist hier fast eigentlich so ein Pancake-Teig, wo dann quasi einfach in die Teriyaki-Maschine gehauen wurde. Und dass du außen quasi sehr viel Teig drumherum hast, oder? Ja. Hast du eben, und dieses dünne, aber sage ich, das Innenleben selber ist auch schön, hat so eine leichtkörnige rote Bohnenpaste, leicht süß, kann ich nichts dran aussetzen. Was es halt ist, oder beim Teriyaki ist natürlich der Teig außenrum halt sehr wichtig, oder? Und drum, wenn das halt nicht perfekt stimmt, dann ist es halt auch schwierig, so das Ganze zu bewerten. Aber ja, was sagst du dazu, Tobi? Ich stimme dem Miron dazu. So, da kommen wir zum letzten. Ham and Cheese. Ich bin mal gespannt, wie es schmeckt. Wow, richtig schön. Ja, der Käse ist so geil. Vielleicht mein Favorite von denen. Ja, also der Käse deftig, ist deftig, drin, ja? Passt ganz gut dazu. Ja. Besser, als man denken würde. Mega. Nice. Wie du vorhin richtig gesagt hast, das passt super. So mit einer leichten Süße und dann innen das, der Speck, das Rauchige zusammen mit dem Cremigen vom Käse, ja, zieht so richtig schön Fäden. Was komplett anderes, aber ist super. Ja, jetzt haben wir einfach das Dessert zuerst und dann den Hauptgang gegessen, aber trotzdem. Also dafür gebe ich 7 von 10 Punkten auf jeden Fall. Und bei den anderen? Also ich würde jetzt sagen, Nutella, weil es Nutella ist, jetzt 7 von 10, ja. Und bei den roten Bohnen jetzt vielleicht eher so 6 von 10. Ich schließe mit dem Reon an. So, und da sind wir schon beim nächsten Spot angekommen. Und zwar stehe ich hier vor Takumi First Ramen. Der beliebteste Ramenladen wahrscheinlich in Düsseldorf. Wir haben jetzt vor Ladenbeginn, vor 12 Uhr, und hier stehst du schon die Schlange da an Leuten, die sich da anstellen an einem Montag. Also Wahnsinn, wie beliebt es hier ist. Der beliebteste Ramen in Düsseldorf, wahrscheinlich vielleicht der beliebteste Ramen in Deutschland. Und da bin ich natürlich gespannt, wie der schmeckt, wie authentisch der ist. Let's go. Mein Gott. Wow. Ja, schön authentisch hier mit dem japanischen Tisch. Ich glaube, wir haben die besten Plätze bekommen. Macht schon mal einen guten Eindruck. Schön mit japanischer Musik auch. Jetzt fehlt nur noch das Essen. Also zwei Takumi Special Ramen Miso. Ja.
So, als erstes bei uns hier Karaage angekommen, das ist so japanisches Fried Chicken. Und wir lassen mal unseren Koch hier ran, was er sagt. Tatsächlich eins von den besten Karaage, wo ich in einem japanischen Restaurant in Deutschland gegessen habe. Mit Japan verglichen, ja, finde ich jetzt die Kruste ein bisschen fast zäh, ist es mir gerade vorgekommen, so. Aber was sich im Geschmack auszeichnet, ein gutes Karaage, ist Ingwer und Knoblauch, ja. Die beiden Komponenten dürfen nicht fehlen. Und ich meine wirklich, dass es eine richtig schöne, frische Marinade gemacht worden ist, ja, mit Gewürzen und alles frisch, oder? Und so schmeckt es auch richtig schön knusprig. Und der einzige Kritikpunkt ein bisschen ist, dass sie halt hier einfach so ein bisschen das ganze Chicken genommen haben. Ich mag es mehr, wenn man wirklich nur die Oberschenkel ohne Haut nimmt, ja, und die dann so schön frittiert, dann ist es auch wunderbar zart innen drin, ja. Aber sonst mega knusprig und schön würzig, vor allem auch mit dem Ingwer und Knoblauch. Super. Ich schließe mich dem Rion an. Hi. Jo. So, jetzt haben wir gerade unsere Ramen bekommen hier. Frisch aus der Küche. Und wir sehen hier jetzt einfach mal rein optisch betrachtet das Ei, wo wir extra dazu bestellt haben. Ansonsten noch recht ungewöhnlich Röstzwiebel oben drauf. Das ist, glaube ich, so ein bisschen der deutsche Touch. Ja? Wenn wir jetzt mal ein bisschen tiefer graben hier, sehen wir, ich sehe hier zuerst den Kabis hier und dann darunter die Ramen schon und noch ein paar Sojasprossen. Ja? Sehr gut, also das, die Spezialität hier ist ja Tonkotsu-Ramen, also quasi eine kräftige Schweinebrühe, ja, Schweinebouillon, und hier haben wir jetzt quasi noch mit Miso bestellt, sehr schön, sehr leicht auch vor allem, ja, was ich in Japan irgendwie oft nicht so gern mag, wenn ich Ramen bekomme, ist, dass es sehr, sehr, sehr fettig ist, ja, beziehungsweise sehr lange ausgekocht aus diesen Knochen vom Schwein, und dadurch wird es einfach sehr heavy so quasi, was man aber dann auch immer adjusten kann im Geschmack, das heißt, man kann es in Japan bestellen meistens. Hier so die Brühe, so wie sie ist sehr leicht, sehr bekömmlich und im Geschmack auch nicht so krass stark, also nicht so schweinig, ja. Also, wie ich mit Japan würde ich sagen, das ist ein bisschen dem europäischen Geschmack angepasst und ein bisschen, sage ich, weniger schweinig gemacht worden, genau. Was für eine riesen Bowl, Wahnsinn. Also, das ist auch für japanische Verhältnisse schon ziemlich groß. Ich hau mal rein. Wow. Ja, ich verstehe, was der Rion meint. Es hat diese Leichtigkeit auch, es ist nicht zu stark, nicht zu brühig oder so. Trotzdem ein Akzent an Würzung. Und nicht so wie Shoyu-Ramen so dünn, sondern es ist schon ein Geschmack richtig da. Aber trotzdem kombiniert mit so einer Leichtigkeit. So ist gut. Ich würde sagen, wir essen die Ramen auf und machen dann abschließend nochmal ein Fazit. Bis dann. Itadakimasu. Schöne japanische Musik hier. So muss es sein hier, ne? Mein Lieber. Das Leben. Das war eine B-Roll. Ich glaub gar nicht. Nee, was ist das denn? Gut. Oh, jetzt bin ich hier. Hier, Rion, komm mal hier näher. Das war's also vom Takumi Ramen hier in Düsseldorf. Ich bin jetzt mega satt. Und ja, von mir das Feedback. Der Ramen war super lecker, die Nudeln waren super lecker und Atmosphäre war auch sehr gut. Und es waren ja alles nur Japaner, die das gemacht haben, die Kellner Japaner, die Köche dort drin, alle Japaner. Also sehr irgendwie authentisch gemacht und schöner Laden. Portion war aber ziemlich groß und der Preis mit 16,50 Euro war schon, das ist in Japan unvorstellbar, dass so ein Ramen so viel kostet. Aber gut, wir sind hier in Deutschland und deswegen Ramen ist ja ein bisschen schwieriger hier zu machen, die Zutaten zu bekommen und so. Aber ja, das ist schon ein bisschen ein Negativpunkt, dass man hier mit 20 Euro irgendwie zahlen muss mit Getränk, dass du hier rausgehst. Weil in Japan ist eher das Fastfood, was du mal für 8 Euro, für 7, für 5 Euro ungefähr, 5 Euro zahlst. Also alles in allem eine gute Experience. Und wenn ihr guten Ramen in Deutschland essen wollt, dann kommt hier gerne hin. Ramen isst man ja auch nicht jeden Tag in Deutschland, dann kann man sich auch mal gönnen. Ja. So, wir machen jetzt einen Verdauungsspaziergang. Wir sind hier weiter an der Immermannstraße und ich finde es wirklich interessant. So viele japanische Läden, japanisches Essen, Ramen, japanische Supermärkte. Also es ist wirklich Little Tokyo hier. Also es macht seinen Namen alle Ehre. Hättest du auch gedacht, dass es sowas in Deutschland gibt? Überhaupt nicht. Also es ist mein erstes Mal tatsächlich jetzt auch in Düsseldorf.
obwohl ich 14 Jahre in Hamburg gelebt habe. Ja. Und hat mich wirklich überrascht. Du läufst rein, einen Shop nach dem anderen und wirklich richtig. Wenn du jetzt so diesen Shop hättest und alles andere außenrum ausblenden würdest, dann meintest du, hey, sind wir in Japan, oder? So rein vom Ambiente her. Und das finde ich wirklich das Tolle. Mega. Ja. Jetzt fragt man sich vielleicht, wie kam es dazu, dass in Düsseldorf, warum sind hier so viele Japaner? Weil ich sehe hier auch Japaner rumlaufen hier in der Straße. Und es ist halt tatsächlich so, Düsseldorf hat die größte Japan-Community in Deutschland mit ungefähr 10.000 Japanern. Hier gibt es auch sowas wie eine japanische Schule. Hier gibt es halt viele japanische Unternehmen. Und das ist der Hauptgrund, dass es viele japanische Unternehmen gibt. Dass es so war, dass der Standort Düsseldorf attraktiv war, weil hier die Schwerindustrie im Ruhrpott angesiedelt war. Das war einer der Gründe, warum dann Düsseldorf für die japanische Industrie- und Handelskammer interessant war, warum sich dann immer mehr Unternehmen gebildet haben. Düsseldorf ist einfach der Japan-Ort in Deutschland. Und ich bin froh, dass es sowas gibt. So, weiterhin sind wir noch in der Immermannstraße hier. Und ich stehe hier vor einem japanischen Supermarkt, der heißt Shochiku. Da werde ich mal reingehen, ein paar Sachen holen, die mich ansprechen und die dann auch nochmal hier testen. Ich bin mal gespannt, was die alles so haben. Let's go! So, unsere Ausbeute sind jetzt zwei Onigiris und wir haben auch noch hier Damune gefunden, japanisches Getränk. Und genau, ich würde sagen, wir testen mal die Onigiris und ich bin gespannt, ob die wirklich wie in Japan schmecken. Ja. Die sind auf jeden Fall teurer als in Japan, also 2,60 oder so. Ja. In Japan kriegst du ja für 1 Euro ungefähr. Ja. Und deswegen, naja, ich bin mal gespannt. Ich kann verstehen, dass sie teurer sind. Wenn sie gleich schmecken, ist es absolut in Ordnung. So, Reon, wie öffnet man den Onigiri hier? Also, das Lustige ist nämlich, die Onigiri-Verpackung ist genau die gleiche wie in Japan in dem Convenience Store. Das heißt quasi, der Reis ist separiert vom Nori itself. Die Alge bleibt knusprig, also das Nori bleibt knusprig und der Reis bleibt Reis. Und es funktioniert wie folgt, dass man quasi hier in der Mitte einmal aufzieht. Ja, also das habe ich jetzt schon gemacht, dementsprechend, also den roten Faden aufzieht. Und dann sieht man da erstmal hier Pull, das heißt, ich kann einfach hier ganz einfach schön geschmeidig, aufziehen. Ne? Ja, schön genau. Charmant. Und man sieht es. Wie man es. Dann kann man hier schön zumachen. Und dann hält man hier fest und dann geht man hier einfach so vor. Schön so, schön ganz smooth einfach. Natürlich. Und dann kann man das einfach hier zumachen und dann einen beherzten Biss nehmen. Oh ja, der Crunch. Wir sehen jetzt lustigerweise, die Füllung ist hier oben drin so. Ne? Also es ist quasi so ein bisschen reingestopft. Normalerweise im Convenience Store, wenn ich jetzt die Nori kaufe oder auch sonst, ist die Füllung eigentlich innen drin oder so ein bisschen oben, eher beim Kranz so. Das ist ein bisschen anders. Jetzt vom Reis selber her finde ich es gut, also es ist jetzt nicht absolut steinhart oder so, aber das hat man teilweise, dass wenn man Reis oder halt einfach mal Sushi im Supermarkt kauft, das hat sich ja in den letzten Jahren drastisch verbessert, aber dass da halt so steinhart ist einfach. Also ich habe hier drin sehr, sehr kleine Körner, ja. Normalerweise sind die Körner, ist der Reis einfach ein bisschen, also es ist ein Kurzkornreis definitiv, was man auch für Onigiri verwendet. Da stand auch 100% japanischer Reis. Ja, aber es ist vielleicht so ein bisschen körniger und ein bisschen quasi, dass man die einzelnen Reiskörner quasi spürt im Mund, dass es halt nicht so zerkocht ist, oder? Mhm. Ja, das spürt vielleicht ein bisschen, aber sonst geschmacklich sehr gut, vor allem halt wegen dem Nori, weil das halt so knusprig ist, was man halt normalerweise nicht hat. So, ich habe jetzt Damune, hat 3 Euro gekostet, in Japan kostet das auch wiederum so 1 Euro oder günstiger. Genau, Damune ist so ein süßes Getränk, das ist schwer zu beschreiben, also einfach ein süßes Getränk, bisschen dieser Melonengeschmack oder so und sehr erfrischend halt in der Glasflasche und hat eine sehr spezielle Art und Weise, das zu öffnen und ich verkacke es immer wieder, mache immer wieder Sauerei, mal gucken, ob ich es diesmal schaffe. Da ist nämlich so eine Murmel drin, so eine Perle und die haut man dann runter und dann ist sie im Getränk und dann trinkt man das und dann kann man die am Ende rausholen, wenn man will. Wir fangen einfach mal an, let's go. Sauerei, 2, 3, here we go. So, jetzt muss ich raufhauen, ne? Raufhauen, no risk, no fun. Das ist mein Motto. Tobi, was hast du schon wieder gemacht? Naja. Super. Zum Wohl. Ah, hier ist die Murmel. So, jetzt muss ich die hier. Ah, die ist weg. Okay, die ist weg. So, okay, zum Wohl. Kampai. Wow. Das ist halt wirklich die Damune, die gibt es auch in Japan, diese Marke. Deswegen schmeckt es auch so. Mega gut. Also für den Sommer perfekt und sehr erfrischend halt. Wir müssen jetzt zusammen anstoßen. Kampai. Das
Super. Besser wie jedes Pilz. In diesem Sinne, wir sehen uns beim nächsten Foodspot. Bis gleich. So, wir sind jetzt hier vor Gunter Tonkatsu, beziehungsweise Tonkatsu Gunter. Ja. Und wie der Name schon sagt, das ist ein Tonkatsu-Restaurant. Tonkatsu, was ist das? Tonkatsu ist die japanische Spezialität und ich liebe es einfach. Also wo ich in Japan war, ich bin so oft Tonkatsu essen gegangen. Das ist Schweinefleisch, also ich mag es gerne mit Filet. Meistens wird es aber also aus ein Stück aus dem Schweinsnacken zum Beispiel rausgeschnitten. Ja. Dann richtig schön paniert in Panko, schön ausgebacken, ja, goldbraun, aber nicht wie ein Schnitzel. Ja. Der ganz große Unterschied zum Schnitzel ist, Schnitzel hat Wellen, ja, so ein bisschen in der Oberfläche und ist ganz dünn geklopft. Ein Tonkatsu ist dicker, so circa einen Zentimeter in der Dicke, ja. Schön paniert und ganz wichtig mit Tonkatsu-Soße. Ja. Also der Food-Experte hat erklärt, wir sind jetzt gespannt. Was ich ganz cool finde schon mal ist Außengestaltung. Ja. Dass dieses Schaufenster gibt, ist ja so typisch in Japan, dass du halt so ein ja, Fenster hast, wo Essenssamples sind. Und die sehen halt alle ziemlich echt aus und da kannst du halt sehen, was die anbieten, wie groß die Portionen sind. Und das ist halt auch in, typisch für Japan und das sehe ich das erste Mal in Deutschland tatsächlich. Ja. Und deswegen mega cool. So, da ist bei mir in dem Fall das Katsukare angekommen. Das ist auch sehr beliebt. Also japanischer Curry mit Reis und dann das Tonkatsu. Und das ist eben eine mega gute Kombi. Sieht sehr authentisch aus. Ich habe noch Miso-Suppe dazu, ich habe noch ein bisschen Cabbage dazu. Und genau, ich bin mal gespannt. Ich esse einmal das Fleisch. Ja, sehr gut. Genau, so wie ich es aus Japan kenne. Richtig schön, dieses Crispige, ne? Diese Panade und das Fleisch dazu halt und ja, Curry schmeckt auch wie in Japan. Gutes Ding, finde ich gut. So, also bei mir haben wir hier das Hidekatsu, das Teishoku-Set. Das heißt, wir haben hier einmal eingelegte Gurken, dann haben wir hier einmal eine Miso-Suppe, das ist mit Tofu innen drin, ja. Dann haben wir hier einmal die Tonkatsu-Soße, ganz klassisch. Und das Wichtige hierbei ist nämlich, ich habe das ein bisschen falsch gemacht. Und normalerweise tut man zuerst den Sesam rein, ja. Und dann tut man den Bissel hier mit diesem Stößel, ja, zermahlen. Ja, ganz bisschen, aber auch nicht zu viel. Und dann tut man mit der Tonkatsu-Soße auffüllen. Und dann hat man so diesen wunderbar frischen Sesamkranz noch drin. Und dieses, wie sagt man in, auf Japanisch, Kaori. Vom Sesam hat man sehr schön so diesen Geschmack. Schaut richtig gut aus, also man hört richtig. Oh ja. Das ist crispy, ja Leute. Das ist richtig crispy. Und schauen wir, ob das auch das Besprechen hält. Sehr gut gewürzt, definitiv. Was ich jedoch ein bisschen schade finde, ist ein Tickchen übergart. Ja? Nur ein ganz klein Tickchen. Was jetzt bei dir besser ist, so rein optisch gesehen. Vom Geschmack her gut gewürzt, ja, ein bisschen mehr Pfeffer hätte ich mir auch gewünscht. Aber ich finde es das super, dass man so ein nice Set hier auch in Düsseldorf bekommt. Wirklich so, wie es sich gehört. Schön auch hier, wie man sieht, auf diesem Abtropfbrettchen hier, also beim Abtropf-Alu-Blech, ja. Mit dem Salat mariniert. Und hier haben wir, glaube ich, noch ein bisschen Kimchi da, ist das, oder? Ah ja, Kimchi da. Auch sehr nice. Alles in allem stimmt's für mich. Ja, also wie gesagt, mega lecker. Das Einzige ist, braucht dieser Kostenpunkt wieder, der in Japan ganz anders wäre. Das hat jetzt irgendwie 18 Euro gekostet oder so. 16, 17, 18 Euro. Genau. So einem Dreh, die beiden Sachen jeweils. Und in Japan wäre es halt die Hälfte. Es würde die Hälfte kosten in Japan. Wir werden jetzt aufessen, es genießen und sehen uns dann draußen wieder. Jetzt sind wir wieder draußen. Das war es auch damit mit der Food Tour hier aus Düsseldorf, hier aus Little Tokyo. So schmeckt japanisches Essen in Deutschland. Ich denke, es hat sich weitergeschlagen. Ja, vielen Dank, Leon, dass du dabei warst. Immer gerne. Und dann würde ich sagen, lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Schreibt gerne was in die Kommentare, was euch am meisten angesprochen habt. Und ja, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und Peace.